Guten Morgen zusammen. Heute machen wir wieder weiter mit Schlösserzählen oder Kastelletelle. Schön, dass ihr dabei seid. Auf geht's. Nach einem ergiebigen Frühstück in Ascheberg starten wir Etappe 3. Besonders freuen wir uns auf ein Wiedersehen mit unseren Freunden, die wir bereits in Celle auf unserer letztjährigen Reise nach Berlin kennengelernt haben. Dazu später mehr. Na, ihr Hübschen. Die ersten 10 Kilometer führen mühsam über offene Feldwege. Gelegentlich halten Hecken den Wind etwas ab. Herrlich, dieser frische Wind aus Ost. Wie schön. Da fehlen die Hühner, ne? Ja. Pause beendet. Weiter geht's, 3,6 Kilometer bis zum Schloss. Da, wie heißt der Ort? Ja. Drensteinfurt. Drensteinfurt. Richtig. Wir fahren jetzt nach Drensteinfurt. Auf in den Gegenwind. Eieiei. Drensteinfurt liegt an der Verse, hat ungefähr 9200 Einwohner und bildet mit den Ortsteilen Wahlstätte und Rinkerode zusammen die Stadt Drensteinfurt mit insgesamt rund 16.000 Einwohnern. Hier in Drensteinfurt oder wie man auch sagt in Stevert werden wir auch das Wasserschloss Steinfurt aufsuchen. Haus Steinfurt befindet sich im Privatbesitz und kann daher nur von außen besichtigt werden. Es liegt direkt an der Verse, dessen Kräfte von ihr gespeist wird. Der Ursprung der Anlage liegt um das Jahr 1200. Das Herrenhaus, Baujahr 1709, und seine Nebengebäude wurden mehrfach aus- und umgebaut. Das örtliche Schützenfest findet jährlich hier im Schlosspark statt und für den großen Zapfenstreich steht auch das Schloss als Kulisse zur Verfügung. Unmittelbar neben dem Schloss und gegenüber der Nepomuk-Statue befindet sich die Getreidemühle, die bis 1882 in Betrieb war. Heute wird das sehr gepflegte Gebäude mit Krüppelwalmdach zu Wohnzwecken genutzt. Die Pfarrkirche St. Regina wurde im Jahr 1789 als Nachfolgebau einer Wehrkirche errichtet. Die älteste der vier Glocken stammt aus dem Jahr 1483. Zwei Glocken sollten 1942 zu Rüstungsgütern umgeschmolzen werden. Zum Glück blieb dem Geläut dieses Schicksal erspart. Haus Fenne wurde um das Jahr 1710 als barockes Wasserschloss errichtet. Der Ursprung der Anlage wird um das Jahr 1300 datiert. Auch dieses Anwesen befindet sich auf privatem Grund. Thank you.
Die Beschilderung erlaubt uns den Zugang innerhalb der Zuwegung zum Haus Ittlingen. Entworfen vom mehrfach erwähnten Baumeister Johann Conrad Schlaun wurde die Anlage 1755 fertiggestellt. Das sehr gepflegte, wunderschöne Anwesen kann sowohl als Wasserschloss als auch als Wasserburg bezeichnet werden. Schloss Ittlingen diente als Kulisse für TV-Serien wie Rivalen der Rennbahn oder Alles Glück dieser Erde. Wir kürzen jetzt ein Stückchen ab. Wir hatten nämlich eben keine Lust, wieder in den Gegenwind zu fahren. Deswegen fahren wir jetzt direkt entlang der Landstraße Richtung Herbern und verlassen für ein paar Kilometer den Originalverlauf der 100 Schlösserroute, weil auf dem Stückchen ist auf Bikeline keine besondere Sehenswürdigkeit eingezeichnet. Also jetzt geht es direkt nach Herbern und dahinter wartet schon das nächste Schlösschen auf uns. Da sind wir mal gespannt, ne? Femelinde. Ja. Unter der sogenannten Femelinde tagte früher das Femelgericht und urteilte über Mord, Raub und Totschlag, aber auch um Ehre, um Geld und Vermögensangelegenheiten. In Herbern umkreisen wir St. Benedikt, eine nachgotische katholische Pfarrkirche mit einer Stempelstation des baltisch-westfälischen Jakobsweges. Auch wir machen hier Station und pausieren ein wenig. Schloss Westerwinkel ist ein barockes Wasserschloss inmitten eines englischen Gartens, erbaut 1668. Es gehört damit zu den frühesten Barockschlössern in Westfalen. Die Wassergräben wurden eher aus repräsentativen Gründen errichtet als aus militärischer Notwendigkeit. Die Außenanlage ist jederzeit zugänglich. Eine Schlossführung ist mit Voranmeldung möglich. Die Finanzierung für die Erhaltung des Anwesens wird vom benachbarten Golfclub unterstützt. Mensch, du bist Gast in der Natur. Kommst du, oh Mensch, in dieses Revier, vergiss uns nicht. Wir leben hier, wir sind froh und dankbar. So wie du lässt man uns Frieden und die Ruhe. Die letzte Schikane Richtung Nordkirchen, die kürzen wir jetzt ab.
Wir schneiden einfach ein Stück von der Route ab. Das wahrscheinlich größte Highlight auf dem Südkurs, vielleicht auch der gesamten 100-Schlösser-Route, sehen wir jetzt. Schloss Nordkirchen. Das Versailles Westfalens, die Königin aller westfälischen Kastelle, die Perle Westfalens, das bekannteste und beliebteste Ausflugsziel im Münsterland und die Kadettenanstalt der Steuereintreiber. Denn hier beherbergt das Land Nordrhein-Westfalen die Fachhochschule für Finanzen, um den Nachwuchs für den gehobenen Dienst innerhalb der Finanzverwaltung auszubilden. Die Architektur orientiert sich an französischen Vorbildern, ahmt aber auch den Klassizismus niederländischer Wasserschlösser nach, kombiniert mit typisch westfälischen Merkmalen. An den Entwürfen dieses imposanten Prachtbaus ist natürlich auch, ihr werdet es schon ahnen, Johann Conrad Schlaun maßgeblich beteiligt. Schloss Nordkirchen mit seinem 170 Hektar großen Park wurde von der UNESCO als Gesamtkunstwerk von internationalem Rang für schutzwürdig erklärt. Wir suchen jetzt unsere Unterkunft auf und kehren dann ohne Gepäck zum Ortszentrum von Nordkirchen zurück. Wie anfangs angekündigt, treffen wir heute unsere Freunde, die wir ein Jahr zuvor in Celle kennengelernt haben, auf unserer Reise nach Berlin. Die Alltagsmenschen von Christel und Laura Lechner. Soll ich noch näher? Nee. Hier sehen wir die Wäschefrauen. Vor St. Mauritius werden wir von zwei sehr sympathischen Nonnen begrüßt. Lebensgroße Betonskulpturen zeigen das alltägliche Leben. Sie strahlen Glück und Zufriedenheit aus, ohne sich dabei Schönheitsidealen unterzuordnen. Über 50 Figuren bevölkern den sehr schönen Ort Nordkirchen an 15 verschiedenen Standorten. An dieser Tafel feiern unsere Freunde Geburtstag, das 1000-jährige Stadtjubiläum von Nordkirchen. Bis zum 16. Oktober 2022 können die Alltagsmenschen hier besucht werden.
An diesem Samstag erleben wir einen Hochzeitshochbetrieb. Mehr als 500 Paare lassen sich hier jedes Jahr standesamtlich trauen. Die benachbarte Schlosskapelle steht auch für kirchliche Trauungen zur Verfügung. Und feiern kann man im Schloss natürlich auch in exklusiver Gastronomie mit exzellentem Service. Alleen mit Kastanien, Linden, Rotbuchen, Ahorne und Plantanen durchziehen den Schlossgarten auf einer Gesamtlänge von 7,5 Kilometern. Die meisten Bäume wurden schon im 18. Jahrhundert gepflanzt. Für die Pflege der Anlage beschäftigt die Schlossverwaltung 12 Gärtner. Der Schlossgarten hat eine Fläche von 172 Hektar. Zum Vergleich: Der Park von Versailles ist mit 815 Hektar fast 5-mal so groß. Wir fassen Etappe 3 kurz zusammen. In Ascheberg strampeln wir für 10 Kilometer dem kühlen Ostwind entgegen. In Drenn-Steinfurt beneiden wir die Schützenvereine für ihre sehr imposante Schlosskulisse von Haus Steinfurt. Wir schneiden den Routenverlauf ab, um so besser an die vielen Wasserschlösser zu gelangen, die wirklich sehr sehenswert sind. Nach einer weiteren Abkürzung erreichen wir nach 42 Kilometern Nordkirchen und das sehr imposante Schloss, wo die Alltagsmenschen schon auf uns warten. Wir ziehen uns zurück bis morgen früh zur 4. und letzten Etappe auf der 100-Schlösser-Route.